Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel Reloaded. Warum wollte ich gerade sagen, zusammen mit Olaf einen 500? Nein, der ist nicht hier. Ja, im letzten Part habe ich neben dem Beginn der Tagebücher der Gildenmitglieder den Apfelwald durchgespielt und am Zentrum des Waldes an dieser Stelle beendet. Jetzt mache ich das Spiel weiter. Keine Pause mehr. Weiter als bis hierhin kann man im Apfelwald nicht gehen, oder? Laut Plaudergei müssten die perfekten Äpfel hier irgendwo sein. Oh, guck mal da. Was da an diesem riesigen Baum hängt. Das müssen perfekte Äpfel sein. Nee, sicher nicht. Der ist auch nicht auffällig, der Baum. Also gut, wie sollen wir rankommen? Kinderleicht. Wer hat das gesagt? Wie kommen die da hoch? Was? Ihr? Team Skull zu euren Diensten. Es ist die Memme und der Spasti. Warum habt ihr so lange gebraucht? Wir haben uns schon ein paar perfekte Äpfel genehmigt, während wir gewartet haben. Warum habt ihr so lange gebraucht? Bitte was? Ihr habt so lange gebraucht, dass ich mich überfressen hab. Das glaube ich dir sogar mal. Du siehst zumindest so aus, als wärst du überfressen. Ich kann nicht auf Kommando rülpsen. Es gibt Menschen, die können das. Es ist keine Fähigkeit, die ich benötige. Sie haben gesagt, dass sie die perfekten Äpfel aufgegessen haben, Günther. Aber ganz oben im Baum sind noch welche. Lass uns die Widerlinge aus dem Weg räumen und ein paar mitnehmen. Uns aus dem Weg räumen? Wie unhöflich. Dabei wollte ich doch sogar anbieten, euch bei eurer Mission zu helfen. Bitte was? Ihr fragt euch, wie ihr an die perfekten Äpfel rankommt? Nichts leichter als das. Guck mal. Auf die Fresse! Auf die Fresse! Da sind sie. Oh, perfekte Äpfel. Seht ihr, was habe ich gesagt? Macht schon, sammelt die perfekten Äpfel ein und eilt zurück zur Gilde. Was ist denn los? Wollte sie nicht aufheben? Und dabei war ich so freundlich und habe euch geholfen. Ihr plant doch irgendeine Scheiße. Ihr könnt mich nicht verarschen. Scheiße, sie sind nicht drauf reingefallen. Oh, wie langweilig. Ich hatte recht. Ich bin wenig enttäuscht, dass ihr uns durchschaut habt. Aber wie auch immer, was wollt ihr denn dagegen machen? Das Einzige, was wir tun können, bringen wir sie um, Schminter. Ja, okay, du bist an die Energie geladen. Bei unserem ersten Treffen hast du gezittert, als hättest du gerade eine Steckdose gefasst. Ja, stimmt schon. Und ich habe auch immer noch ein bisschen Angst. Aber ich werde nicht nochmal verlieren. Ich werde nicht mehr kneifen. Okay. Meine Anerkennung für deinen Mut. Wir werden euch in Zukunft unsere größte Hochachtung entgegenbringen. Achtung, Schminter, sie furzen. Ja, hier kommen Furzattacke. Au. Das hat gestunken. Und damit meine ich nicht Olaf, der ist da gerade vor meiner Tür und kommt hoffentlich nicht rein und nervt. Schminter? Alles okay? Habe ich dir das nicht schon mal erklärt? Natürlich. Okay, diesmal hat er nicht gefragt, ob Schminter verletzt ist. Sie haben mich zurückgelassen! Toller Soundeffekt. Wir waren tot. Was für ein Gestank das war. Eigentlich dachte ich, ich bin Gestank gewohnt, seit ich dich kenne.
Was ist mit den Äpfeln passiert? Sie sind weg. Haben sie die alle aufgegessen? Wenn sie weg sind, können wir nichts machen. Da können wir immer noch nichts machen. Ich glaube, da können wir nichts mehr machen. Glaubst du, wir können da noch was machen? Ich denke, wir können da nichts mehr machen. Gehen wir zurück zur Gilde. Wenn er in der Gilde gleich erklärt, dass wir nichts machen konnten, dann verlasse ich diesen... Ich habe kein Problem mit meinem Microsoft-Konto. Du hast gleich ein Problem mit mir! Ja. Ich hab gedacht, jemand hat geklopft. Was? Ihr habt versagt? Ist das euer Ernst? Was sollen wir nur tun? Panik! Wir konnten nichts tun. Da konnten wir nichts machen. Weißt du, Skunk Tank? Halt die Fresse! Keine Ausreden! Okay. Ihr lasst mir keine Wahl, weil ich habe Zeit kein Abendessen. Aber... Ihr habt bei einem wichtigen Job versagt. Eure Strafe könnte noch viel härter ausfallen. Alter, ich denke die ganze Zeit, irgendwer klopft hier. Ich bin paranoid. Ich will nichts mehr von euch hören. Euretwegen wird mir jetzt diese entsetzliche Aufgabe zuteil. Es leckt sogar schon, so schlimm ist die. Ich muss dem Gildenmeister berichten. Wenn ich ihm das berichte, wird er mit Sicherheit... Ha! Sag mal... Ich krieg hier gleich einen Anfall. Ich werde dem Gildenmeister nach dem Abendessen davon erzählen. Ihr begleitet mich, wenn es soweit ist. Wenn ich den Zorn des Gildenmeisters allein über mich ergehen lassen würde, wäre das wohl kaum fair. Deshalb werdet ihr mitkommen. Das ist ein Befehl. Eigentlich müssten die beiden es ja gewohnt sein. Auch wenn ich nicht wusste, dass es geht, habe ich es ja schon mal geschafft, dass sie nichts zu ahnen. Sag mal, ich gehe gleich streiken. Inzwischen denke ich nicht mehr, dass wer an die Tür klopft. Inzwischen weiß ich, dass da irgendwer die ganze Zeit irgendeinen Kack labert. Hallo. Ihr habt mir perfekte Äpfel mitgebracht, ne? Danke. Es gibt da... Also, ich will hier nicht sagen, aber... Hä? Was ist denn? Also, eigentlich, die Lehrlinge haben es nicht geschafft, die Mission zu erfüllen. Und, also... Okay, verstehe ich schon. Ist okay. Kann jedem mal passieren. Nicht traurig sein. Wo sind die anderen perfekten Äpfel? Hä? Ich hoffe, das hört man wenigstens in der Aufnahme nicht. Also wie schon gesagt, sie haben keine gefunden, also... wir haben genau keine. Es wurde kein perfekter Apfel dabei geschafft. Das bedeutet, du wirst ein kleines Weilchen auf perfekte Äpfel verzichten müssen. Ja. Könnt ihr vielleicht noch lauter brüllen? Alter. Gildmeister? Digga, der explodiert ja gleich. Nein! Alles klar. Alles wackelt. Haltet euch die Ohren zu! Bitte was? Frag nicht! Alter, mein Hals. Klar.
Das ergibt voll und ganz Sinn. Sorry, wir wollen nur einen perfekten Apfel vorbeibringen. Hä? Bitteschön, echter perfekter Apfel. Wir nehmen ihn als Zeichen unserer Freundschaft an. Oh wow, ihr habt ihn extra für mich geholt. Danke, Freunde. Danke. Dank euch bleibt uns eine Katastrophe erspart. Atomexplosion. Und ihr zwei wacht auf und zeigt Respekt. Nee, geht schon. Eure Gilde war sehr großzügig und gastfreundlich zu uns. Es gehört sich, dass wir versuchen, uns auf unsere Weise zu revanchieren. Ah, ihr gehört natürlich zu den edelsten aller Pokémon. Also, Plauderguy, darauf fällt mir ein gutes Zitat ein. Die gute alte Sendung Frauentausch kennt hier ja wohl jeder. Da bleibt mir nur zu sagen, entweder bist du blind auf beiden Augen oder einfach blöd. Mit solchen noblen Pokémon will ich zu einer Expedition aufbrechen. Das wird inspirierend. Nein, ihr seid diejenigen, die uns inspirieren werden. Ja, wir freuen uns schon drauf. Ich geh pennen. Bis morgen dann. Diese Lache. Vielen Dank, gute Nacht. Ja. Sehr gut. Verkackt, würde ich mal sagen. Aber Boss, wieso haben wir den Angsthasen geholfen? Wir hätten den Apfel nicht so früh rausgeben sollen. Wir hätten warten sollen, damit wir sehen, was mit ihm passiert. Das wäre lustig gewesen. Ja, finde ich auch. Ihr denkt nicht strategisch, ihr zwei. Wo sind wir hier? Wegen der Expedition, ne? Im Moment geht es darum, das Vertrauen von Knuddeluff zu gewinnen. Ah, jetzt verstehe ich's. Aber, weil es ja so eine berühmte Gilde ist, war ich zuerst vorsichtig. Aber bisher war alles lächerlich einfach. Knuddeluff ist wie ein großes Baby. Er macht keine Probleme. Wie soll es euch Angst vor Knuddeluff haben, weiß ich nicht. Ihr habt nicht die geringste Ahnung. Wenn der Typ kein Essen bekommt, dann zündet er einen Nuke. Also. Jedenfalls, wenn wir während der Expedition einen Schatz finden, werden wir die Gilding-Crew aus dem Weg räumen. Dann schnappen wir uns den Schatz und verpissen uns. Der Plan ist eine sichere Sache. Alter! Oh Gott, was mach ich hier? Jetzt mal. Ich muss mal kurz einen Moment durchatmen. Skunktang und sein Team haben uns geprankt. Es war Social Experiment, schwördiger. Just a prank, Bro. Zum Glück hat Knuddeluff uns nicht in die Luft gejagt. Aber wir haben trotzdem kein Abendessen bekommen. Als ob wir das nicht schon mal gehabt hätten. Scheiß drauf. Ich hab Hunger. Tut mir leid, ich weiß, du hast auch Hunger. Aber das hast du immer. Wenn wir wach bleiben, wird's nicht besser. Lass uns schlafen. Gute Nacht. Morgen geht's weiter. Der nächste Morgen. Auf den Penner. Wenigstens haben die Geräusche von meiner Tür aufgehört. Dann weiter geht's. Erfolgreich gespeichert. Okay, bei mir hat gerade die Pfeiltaste nach unten nicht gefunkt. Eine Sache noch. Morgen oder übermorgen oder auch in einigen Tagen. An einem dieser Tage wollen wir die Mitglieder des Expeditionsteams bekannt geben. Scheiße, jetzt muss ich mir eine neue Stimme ausdenken, wo ich weiß, dass das Ding weiblich ist und nicht geschlechtslos. Keine Ahnung. Wow. Donnerwetter, endlich werden die Mitglieder bestimmt. Yay, das wird toll. Das ist für euch alle die letzte Chance, einen guten Eindruck zu machen.
Bemüht euch und beeindruckt uns, wenn ihr ausgewählt werden wollt. In Ordnung, Pokémon, geht nun eurer gewohnten Arbeit nach. Hurra! Ich hab Hunger. Ah, ihr zwei. Kümmert euch heute um die ausgeschriebenen Jobs. Wir zählen auf euch. Eine Sache noch, was die Expedition angeht. Ihr solltet nicht erwarten, als Mitglieder ausgewählt zu werden. Hey, ist das nicht klar? Euer gestriges Versagen wiegt fast so viel wie Skunk Tank. Und ihr wisst, das heißt viel. Wie ihr wisst, kann man aus dem Falten des Guildmeisters schwer schließen, was er denkt. Aber es besteht kein Zweifel, dass er innerlich vor Wut kochen muss. Es ist unwahrscheinlich, dass er gerade euch für die Expedition auswählt. Yay! Ich meine, wenn er also die Mitglieder auswählt, macht euch keine Hoffnung. Das ist alles. Ich war schon ganz schwach vor Hunger. Und dann sowas zu erfahren, jetzt kann ich mich gar nicht mehr motivieren. Psst, ey, hör mal. Hier, ey, psst, psst. Habe ich eben eine Stimme gehört? Psst, hier hinten. Ah nee, ich dachte, das wäre Kakelo. Obidiza. Menschenskinder ist nicht so laut. Komm hier rüber. Puh, niemand hat was gesehen, außer vielleicht die Bunge. Was ist los? Warum hast du uns gerufen? Nun, hier nehmt. Je, essen. Äpfel? Eine Sache noch. Wenn du so einen Hunger hast, Fragezeichen, Man. Wir haben Äpfel im Beutel. Willst du mich verarschen? Pokémon Mystery Dungeon Logik. Nicht vorhanden. Ihr habt sicher großen Hunger. Wir haben gestern alle was von unserem Abendessen für euch aufgehoben. Nur eine Frage. Vor mir liegen 2 ganze Äpfel. Und die 3 sagen, sie haben alle etwas von ihrem Essen aufgehoben. Entweder hat jeder 2/3 eines Apfels aufgehoben und sie haben die irgendwie zusammengeklebt oder sie lügen. Esst! Danke. Ja, essen. Boah, endlich. Ich bin wieder voller Energie. Ja, jeder kennt's. Ich meine, kennt ihr das nicht auch? Ihr habt so einen Hunger, dass ihr gleich umkippt. Ein Apfel und ihr seid sofort satt. Ja, vielleicht früher als Kind, so als man 6 war oder so. Da war das wirklich so. Aber doch nicht mehr jetzt. Finde ich klasse. Wir brauchen alle mal Hilfe, wenn es uns schlecht geht. Wir sollen alle hart arbeiten können, um ins Expeditionsteam gewählt zu werden. Jawohl, ja. Danke. Was die Expedition angeht, Plauder hat uns gerade gesagt, dass wir wahrscheinlich nicht ausgewählt werden. Wie kann man das sagen? Man weiß nie, was passiert. Vor allem nicht mit Knuddle als Gildenmeister. Die Mitglieder stehen noch nicht fest. Danke, dass ihr versucht, uns aufzubauen. Aber wir sind keine Minecraft-Blöcke. Und wenn wir ausgewählt werden, dann kann wer anders vielleicht nicht mit. Wäre das überhaupt okay für euch? Nee. Aber wenn irgendwer ausgewählt wird, dann kann natürlich jemand anderes dafür nicht mit. So ist das halt. Wenn man nicht für die Expedition ausgewählt wird, sollte man sich für die freuen, die ausgewählt werden. Außer ihr werdet ausgewählt. Jawohl, ja. Und alle wollen mit euch auf Expedition gehen, Fragezeichen, Mann und Schmünter. Danke, Leute, ehrlich. Okay, versuchen wir unser Bestes, um weiter für ausgewählt zu werden. Wir werden bis zum Schluss kämpfen. Jawohl, ja, richtige Einstellung. Ja, geben wir unser Bestes. Wir müssen uns Mühe geben, damit wir alle an der Expedition teilnehmen dürfen. Yay! Ab geht's, irgendwelche behinderten Missionen machen. Hey, ihr zwei. Oh, das ist die Bunke. Was treibt ihr mit Beats und anderen? Scheint ja sehr interessant zu sein. Wahrscheinlich hat's nichts mit mir zu tun, aber... Egal, ich habe euch wegen was anderem gerufen. Das Warten hat ein Ende. Es geht um meinen Laden. Die Glibunkel-Tauschbörse hat wieder geöffnet. Die Glibunkel-Tauschbörse?
Richtig gehört. Ich habe endlich meinen Tauschkessel repariert und kann wieder ins Geschäft einsteigen. Werft bestimmte Arten von Items in den Tauschkessel. Und ihr bekommt dann dafür ein Item, das ein anderes das ein anderes Pokémon aus der Gegend von Schatzstadt zum Tausch angeboten hat. Einige Pokémon hier bieten ziemlich seltene Items zum Tausch an. Mit etwas Glück erwischt ihr also ein richtig tolles Item. Kapiert? Wenn euch also mal nach dem Tauschgeschäft ist, kommt zu mir, klar? Ich kann ja mal gucken, aber ich werde mir eh nichts holen können. Als ob hier ein Scheinungs-Item wäre. Du Lutschbonbon. Nee, du hast kein tauschbares Items. Ja, ich brauche dazu selber erst solche Items, die bestimmte Pokémon verstärken. Und dazu muss ich Boxen finden. Das konnte ich bisher im Spiel aber noch nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt schon geht, aber spätestens ab der Expedition, wenn wir denn noch ausgewählt werden. Da ist jemand am Eingang des Cafés, was wohl los ist. Hey, ist was? Ist was los beim Café? Ja, anscheinend gibt's tolle Neuigkeiten für Lakunda. Was sind für tolle Neuigkeiten? Jetzt bin ich wirklich neugierig. Werd's rausfinden. Warte, ich komm mit. Tolle Neuigkeiten also? Ey, Schminter, wir sollten auch nachsehen. Boah, dieser Soundeffekt! Gönnt euch das mal. Warte. Configuration. Boah, wo habe ich denn hier Sound Settings? Ah, das ist anscheinend. Ja, oder? Nee. So, jetzt wieder zurück auf die ungefähr 20, die sind gut so. Nee, 32 waren's. Ja, gut. Ich grüße euch alle zusammen, danke erst. Warte, falsche Stimme. Ich grüße euch zusammen, danke erstmal. Ich war zwar bisher noch kein einziges Mal da, aber... Und da ist irgendwie auch so ein neues Wasser am Lieder. Mit einem coolen Weg. Projekt B? Was ist das? Wir müssen echt noch hier ein bisschen mehr auf die andere Schule melden. Wir sind wundervoll hier bei uns. Sollen wir mit einem Lieder. Vielleicht auch mit dem Newsverletzten, alle eure Heimung gehen alle sehr einfach. Alle Newsverletzten und wir sollten ja mehr einsehen bleiben. Wir werden mit mir und einem werden. Und jetzt müssen wir uns erinnern lassen. Da war ich und wir sollen ich bin und ich sein lassen. Hey, einfach, wir sollen hier lassen, sein und dann wollen wir nicht werden. Und wenn der neue Entdeckung ist, sind wir für euch los. So habe ich das für euch noch nicht los, wie ihr verletzt werden,
Also diese Art Leute, jetzt lassen die Jäger, das ist alles passiert, weil er uns lange hochladen. Ganz viel, wir zwei und dann haben die Sens zu dem Tor. So leid ihr sonst, weil... Ich habe akustisch kein Wort verstanden, aber doch. Wenn wir wow, das ist genial. Das klingt so wirtschaftlich. Ja, Hurra! Wow, das ist ja fast sinnvoll. Ja, ich bin aufgeregt. Wir sollten noch mehr wiederverwehren. Okay, sagen wir doppelt so viel wie bisher. Bisher hatten wir 0. Das Doppelte von 0 ist immer noch 0. Guter Deal! Wo wir gerade von einem guten Deal reden, wisst ihr, was auch ein guter Deal ist? Eine Folge ohne jegliches Gameplay und mit nur Gelaber. Und genau das habt ihr heute, denn an dieser Stelle endet diese Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. Wenn ihr supporten wollt, dann Like. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dann. Mein Statement.